Hallo meine Pokéfreunde und Pokédex zu einer neuen frischen Runde Pflanzen gegen Zombies. In der letzten Folge ist schon wenig im Urlaub für eine Woche lang und ja. Und ich weiß jetzt auch, wie lange das Spiel geht, nicht mehr lange. Und ich weiß auch, was die machen. Und zwar dachte ich ja, die werden da voll OP, weil die genau das machen, was die beiden machen. Aber das Ding ist, die wehen zwar da weg, aber nur für eine kurze Zeit. Und das hier bleibt ja für immer so lang, bis es halt gefressen wird. Und ja, ich muss sagen, ich bin nicht so ein großer Fan davon. Wenn wir hier unsere Standard-Crew mitnehmen. So, das glaube ich waren die, oder? Ja, ich denke schon. Wen hatten wir noch? Wir hatten noch den da. Obwohl ich von denen kein großer Fan bin, wenn ich ehrlich bin, deshalb lasse ich die. Und nehmen stattdessen die drei mit. Nicht den, die drei. Und dann... was haben wir denn hier? Ja, das passt, denke ich. Ja. Ja, das können wir machen. Achso, möchtest du diese wirklich ohne Wasserpflanzen spielen? Neu wählen? Was? Wir wollen die unbedingt, dass ich eine Wasserpflanze nehmen? Ja gut, ich kann es machen. Wen nehme ich denn dann da weg? Ich weiß es nicht. Dann nehme ich da mal den da weg. Na gut, wenn das Spiel unbedingt will, dass ich eine Wasserpflanze mitnehme, dann machen wir es halt. Ich höre gerne auf das Spiel, so. Ach, by the way, also wir sind hier in der vorletzten Ebene. Es gibt hier, von den Leveln her, gibt es hier noch eine 5 und dann war es das mit dem Spiel. Allerdings werden jetzt die Level nicht gerade kürzer. Die sind ziemlich lang, die Level hier. Also wird das noch ein paar Folgen dauern. Ich würde aber sagen, also ich denke, es sind nicht mehr als 5 Folgen, die wir noch hier haben. Ich bin kein großer Fan von denen irgendwie. Ich habe das Gefühl, die sind voll schwach. Weiß nicht, ich bin ja alleine. Ich weiß aber nicht. Ach, by the way, ihr habt mir auch noch einen weiteren Tipp gegeben und zwar. Oder kommt natürlich da unten. Und zwar soll ich nicht sofort. Ach, verdammt. Verdammt, nein! Ich habe natürlich das Wichtigste wieder vergessen und zwar soll ich nicht sofort diese Pflanze hier benutzen, ja? Nicht sofort. So, warte, wie machen wir das? So. Aber ich will die gar nicht mitnehmen. Aber die muss ich auch mal zeigen. Ach komm, ich nehme den gar nicht mit. Ist mir egal. Kannst mich mal spielen. Ist mir egal. So, jetzt aber. Also wie gesagt, ihr habt mir gesagt, ich soll erstmal hier die und dann das hier vormachen und dann erst die hier kaufen und dann hier verwenden. Ich will das mal versuchen und gucken, ob das dann besser läuft alles. Ach und by the way, wenn ich jetzt den Story Mode durch habe, bin ich mir noch nicht komplett sicher, ob das Let's Play auch endet. Weil es gibt ja wie gesagt noch Minigames und noch weitere Dinge. Ich weiß nicht genau was noch, aber ja, und hier unten sehe ich gerade den Zombie. Das heißt, er kommt da unten. Das heißt, ich muss. Ich könnte hier einen Angstrasenpilz hier hinpflanzen, ne? So, warte, jetzt gibt's erstmal hier aufs Maul. Ich weiß nicht genau, wie lange das jetzt hier dauert, diese Runde, aber ich denke mal nicht allzu lang, vielleicht 10 Minuten oder so. Schätze ich jetzt. Ich weiß nicht, vielleicht schätze ich ja immer alles falsch. Aber da oben ist einer. Den schießen wir ab. Aber ich helfe mal ein wenig. Oh nein! Oh, ich Idiot. Weg mit denen. Oh, jetzt habe ich voll viel verschwendet. Oh, ich Idiot. Der sollte hier hin, weil hier wollte ich ja diese Armee mit den Kakteen backen. Oh. Ich bin echt schlau. Ja, Mann. Yeah. Gib mir Sonnenblumen. Jetzt kommt da oben einer. Oh ja. Ich mache meine Armee auf. Ihr habt keine Chance gegen mich. Und ich will versuchen, jede Runde die alle hier nicht zu benutzen, weil man kriegt man nämlich extra Geld. Also kriegt dann nochmal so eine goldene Münze. Und die ist nicht gerade wenig wert, ja. Also die macht schon ordentlich Money. Muss ich schon sagen, ja. Und wir wollen ja, sobald es wieder hell wird, also in den nächsten Level wird es wieder hell, dann wollen wir dir ja alle in den Läden Sachen kaufen und dann wollen wir die auch verwenden und all das, ne? Wischen wir Bescheid. Oder unten kommt einer, was? Ich muss jetzt eben. Jetzt kann ich das mal zeigen hier. Das wirkt wahrscheinlich voll OP. Aber das ist es eigentlich gar nicht. Und verdammt. Ich
glaube, es war ein Fehler, oder? Ich weiß nicht, schafft er das noch zu killen? Ja. Okay, dann ist ja gut. Sonst wir hier noch so einen. Machen wir dann noch mal einen. Ich mache hier die ganze. Ist es gerade despawned? Ich weiß es gar nicht. Ihr seht schon, hier kommt der Wind einfach wieder. Der Nebel. Dann ist es halt der Nebel. Das ist mir egal. Windnebel ist fast dasselbe, Mann. Ja. So, wie machen wir das jetzt? Wir müssen gleich auch die hier. Stimmt, die müssen wir mal pflanzen. Warte, wir machen das mal. Pflanzen wir den besten hier so hin. Aber warte, mache ich es lieber hier so. Weil im Wasser kommen am meisten solche Viecher. Und die sind nicht cool, nu. Nee, nee, nee. Aber jetzt frisst er schon. Hör auf. Junge, stirb. Du kannst einfach fressen, was du willst. Geht's noch? Mensch. Also, es gibt Leute, Mensch. Das gibt's nicht. Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. So. Okay. Alles hier fresh halten, ne? Dann können wir hier nochmal so einen pflanzen. Den wir am besten dort. Am besten schnell. Gut. Na gut. So schnell. Okay, nice. Gut. Jetzt kommt der Wind wieder. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Lol. Was hat mit mir los, Mann? Zack, weg damit. Denn jetzt kommt eine große Welle. Ui, ich hab Angst. Mama. Ich hab mega Angst, es kommt eine große Welle, wo. Was mache ich jetzt? Alter, ich sterbe voll. Hör mal auf zu flanschen, Mann! Was bist du denn für einer? Aber gleich kommen die Delfine, ich weiß das. Diese Delfin-Zombies, die sind so nervig. Müssen sterben. Wir müssen abhauen, denn die sind überhaupt nicht gut für uns. So, was, wie machen wir das jetzt? Ja, packen wir da mal einen hin. Und machen wir hier weg. Oh, ich hätte fast den unten weggemacht. Das wäre natürlich schlecht gewesen. Oh nein, der weint schon. Leute, hört auf. Der weint. Alter Bruder, nicht sterben. Ich rette dich. Oh nein. Na. Na, ja, toll. Jetzt habe ich nicht mehr genug Geld. Ja, Geld. Na, ja, jetzt hat er Angst, weil er zu nah ist. Na toll. Na, bravo. Kill ihn doch noch. Kill ihn. Schnell. Boom. Kill. Alter. Kill ihn doch. Junge. Junge. Nein. Oh, jetzt kommen die. Aber zum Glück kommen die dort. Aber ich habe gut bewaffnet. Wird? Wird? Wie bist du da durchgekommen? Ja, jetzt kommen die Delfine. Seht ihr? Jetzt sind wir gut bewaffnet, weil hier kommen sie nicht durch. Bam, da sterben die sofort. Oh, das habe ich vergessen. Ui, das wusste ich jetzt nicht mehr. So. Kommt hier keiner durch, Alter. Ich sag's dir. Jetzt kommt hier gar keiner durch. So, vielleicht pflanze ich jetzt hier nochmal solche hin. Und solche könnte ich auch nochmal hinpflanzen, oder? Muss man die auch. Das könnte ich aber mal suchen. Ui. Ich hab gar nicht bemerkt, dass es schon so weit ist, dass wir schon so weit sind. Ach, sieh dir mal einer an. Da haben wir wieder einen Freund. Buh. Nein! Ey, könnt ihr mal aufhören, die zu nanschen? Was sind das denn für Leute? Oh nein, nein, jetzt habe ich zu spät. Oh nein. Genau da kommt jetzt gerade einer. Nein, nein, nein! Das gibt's nicht! Kill ihn! Alter, Alter, nein! Das könnt ihr mir nicht antun! Verdammt, verdammt! Oh nein! Ich habe einen großen Fehler gemacht! Nein! Die kommen beide durch! Was? Das gibt es nicht! Nein! Ja, ich habe da verkackt, weil ich scheiße bin. So, müssen wir jetzt darauf konzentrieren. Was? Ich hab trotzdem Geld bekommen? Was? Hä? Okay. Warum auch immer? Alles klar. Ja, die kommen jetzt leider durch. Da kann ich jetzt auch nicht. Warum spawnen die sofort dort? Also, das ist doch jetzt Betrug, Mann. Also.
es gibt so Dinge, die kann ich ja noch verstehen, aber es gibt so Dinge, die kann ich überhaupt nicht verstehen. Das ist eins davon. Oh Gott, gib her! Gib her! Alter, nein, ich hab nicht genug. Jetzt. Sofort replacen, wenn es kaputt ist. Yes, yes. Das schaffen wir, das müssen wir schaffen. Die kommen alle nur noch von dort. Alter, jetzt habe ich hier leider. Oh. Wir müssen wissen, wenn die dann jetzt nochmal hier durchgekommen wären, dann wären wir gestorben. Dann hätten wir unser Gehirn gefressen. Das ist natürlich nicht so cool. Oh, da ist noch vieles immer noch. Okay. Hm. Jetzt kommen sie durch. Nu. Was machen wir da jetzt? Komm schon, Till, killt die doch. Die dürfen hier nicht durchkommen. Das haben wir alles verkackt? Alles nochmal von vorne. Alles umsonst. Zeitverschwendung. Das können wir nicht. Den können wir nicht bringen, Alter. Killt ihn, Bruder. Wait, ein Taco? Ich hab das alles gemacht für einen Taco? Nein! Was bringt mir denn der Taco, Alter? Taco, was hast du mit diesem Taco vor? Ja, das frage ich dich. Du hast mir den Zaubertaco gefunden, oh mein Gott. Den muss ich haben, ich gebe dir 1000 Euro dafür. Ja, der Taco gehört mir. Ich hab zwar nicht Ja oder Nein gesagt, aber okay. Warum ich dir so viel Kohle für einen Taco gebe? Weil ich steppert bin. Seh dich ruhig mal an, ich hab nämlich neue Ware bekommen. Oh, jetzt haben die diese hier. Ja, Mann. Auf diese Stinkpilze kann man diese platzieren und dann, oh, und dann schießen die in alle Richtungen, glaube ich, oder? Blitzangriff in einem kleinen Bereich aus, ah. Seerosenblätter, um Katzenschwänze draus zu machen? Sie greifen billige rein an und schießen Ballonzombies. What? Oh mein Gott, die Katze. Oh mein Gott, ich will die Katze. Ich weiß es nicht. Aber ich werde, wie gesagt, die anderen Zombies, Pflanzen, irgendwann auf jeden Fall noch im Let's Play zeigen, falls ich es nicht schaffe, jetzt im Story-Mode zu zeigen. Ich werde auf jeden Fall noch ein extra Videos zeigen. Oh, ich weiß nicht. Mir wurde gesagt, ich sollte die Doppelblume nehmen. Aber ich weiß nicht. Ich würde jetzt halt erstmal einen von denen. Ich will eigentlich die Katze haben, wie ich bin. Obwohl, vielleicht ist es besser, wenn ich auf das 9. Plätze spare, weil das ist auch ziemlich nützlich. Oh, das ist eine Katze, Mann! Ah, komm. Wir kaufen erstmal gar nichts. Oh, ein Minigame. Stimmt, es kommt ein Minigame. Ich und mein Kumpel Harvey Flexcaster haben immer Vasen zerbrochen, wenn wir uns gelangweilt haben. Ja, so wie Link, ne? Das war ein tolles Spiel. Tja, Harvey ist verreist, deshalb kommst du jetzt mit Harvey Nummer 2. Lass die Scherben fliegen, Harvey! Okay. Oh, ja, Mann! Oh, das kenne ich. Das ist cool. Das ist echt cool hier. Okay, den. Oh, das ist ja dumm. Ja, weil er vor allem, weil da keiner kommt. Na toll. Na, so. Den zerquatschen wir erstmal. Ist ja voll easy. Ist ja mega easy. Yo. Was ist ein Test oder? Das war ja easy. Das können die nicht bringen, das war voll. Easy, ja. Mann, du hast es aber ordentlich scheppern lassen. Du hast sie zerbrochen, so wie ich mir damals beim Durchwühlen der Mülltonne das Kreuz gebrochen habe. Ich mache noch ein paar Vasen für dich. Aber zerbrich dich alle auf einmal. Du willst dich noch nicht mit mehr Zombies herumschlagen, als du verkaufen kannst, oder? Wait, die sind hier? Oh, hier sind immer welche drin anscheinend, oder? Ja. Oh, verdammt. Nein. Nein! So. Oh, geil, Money. Verstehen die, wann man Money bekommen, wann nicht. Das war irgendwie keinen Sinn, finde ich. So, hier machen wir nochmal einen hin. Dann behalte ich erstmal. Ui, wir kriegen gerade richtig krasse. Nein, nein, nein. Du haust gefährlichst ab hier, mein Freund. So, du kannst auch mal abhauen. Oh, wow. Das dürfte es dann gewesen sein. Wenn du die auch noch zerbrochen hast, bist du fertig. Ah, wäre ja richtig cool, oder? Hypnopilze. Wozu Hypno... Hallo! What the fuck? Nein, 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 nein! Kill ihn! Bruder! Nein!
Hä? Was? Meine Pflanze ist weg! Wieso? Betrug! Nein! Das zeige ich an. Da unten kommt der. Nein, da unten kommt er durch. Nein, 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 nein. Ah, machen wir den da oben. Ja, aber da kommt einer. Guck, kommt einer. Das ist cool. Okay. Da unten. Nein! Nein, 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 nein. Du kommst nicht durch. Nein, ihr kommt alle nicht durch. Nein. Nein. Ja, da kommt durch, oder? Aber wir haben ja zumindest noch einen Rasenmäher. Von daher haben wir auf jeden Fall gewonnen. Ist ja nur blöd, dass wir das jetzt nicht geschafft haben hier unten. Boah, ich werde immer schlechter im Spiel, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt kommt er leider durch. Ist halt kacke, aber ja. LOL! Die gibt's ja auch noch! Die sind lustig, die sind echt lustig, wie man sieht. Die Knallerbsen, die hat echt einen Knall. Dafür schießt Erbsen nach vorne und hinten. Die sind wichtig, weil es gibt nämlich noch Miner-Zombies, glaube ich. Und die graben sich halt ganz nach dem Ende. Es hört zwar OP an, aber die hören dann hier auf und gehen nicht so weit nach vorne, sondern gehen einfach zurück den Weg. Ja, die hier. Die Buddel-Zombies. Ja, das sind richtig krasse Boys, bro. Yo, man, das sind richtig krasse Boys. Ich will mal kurz in den Laden gucken. Habe ich genug Geld für... ich weiß es nicht. Das ist kacke. Mann. Haben wir noch Zeit? Wir können noch eine Runde machen, denke ich. Ich glaube, dafür haben wir noch genug Zeit. Okay, zumindest keine Delfin-Zombies, sondern die Miner-Zombies. Das heißt, wir müssen die hier benutzen, da der Nebel ist. Bräuchten wir den da? Ja. Es gibt normale schwimmende Zombies. Okay, und noch das. Oh, gut. Hui. Na gut, dann machen wir diese Runde noch und dann werden wir in der nächsten Folge vielleicht diese Ebene hier beenden. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es noch nicht euch sagen. Doch, weil es ein Mysterium. Knallerbs hat echt einen richtigen Knall, Mann. Gott. Diese unfunny Jokes, Mensch, ich hau raus. Eine Welle? Okay. Das schaffe ich noch, denke ich. Das kann ich auch versuchen. Wo kommt er denn? Wo? Von wo kommt er denn? Ich sehe es nicht. Das ist irgendwo im Hintergrund. Bestimmt. Ich sehe ihn nicht. Sieht ihr ihn? Oh, hier kommt er. Oh, ich habe ganz wenig so Movement gesehen, wisst ihr? Ja, da kommt er. Ja, Money, Bruder, ich brauche Money. Weil dann kann ich mir nämlich eine Katze kaufen. Oh, eine Katze, Mann. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was wäre noch für den Story-Mode jetzt hier. Jetzt am nützlichsten zu kaufen. Weil ich will den Story-Mode natürlich erstmal durchmachen und dann auch euch die anderen zeigen. Weil da werde ich nämlich das Spiel noch ein wenig spielen, damit ich die anderen kaufen kann. Aber ja, das Spiel endet nicht. Ich will eigentlich nur damit nur sagen, dass das Spiel nicht endet. Also, dass das Spiel nicht endet. Wenn ich den Story Mode durchschaffe. Boah. Oh, da kommt einer. Aber ich konnte ihn noch rechtzeitig abhalten. Yeah. Und werde ich in dieser Reihe die hier platzieren, die Knallerbsen, Alter. Bei dem Namen Knallerbse denke ich eher an so ein Karneval-Ding so. Karneval? Was laber ich? Silvester? Was ist Karneval? Komm ich auf Karneval? Silvester, so Silvesterknaller. Weißt du, das ist diese kleinen Erbsen, die schmeißt auf den Boden, macht PUM! Und sowas denke ich da. Aber okay. Jetzt können wir mal hier so einpflanzen. Warum auch nicht, ne? Dann machen wir hier nochmal so einen hin. So, brauchen wir mal ein wenig Licht hier, mein Freund. Oh, ein Geschenk! Rätselmodus freigeschaltet. Geil. Krass. Ich bin ja voll lucky hier, ey. So. Packen wir hier nochmal so einen hin. Ui, das wird nice hier, die Runde. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber soweit ich weiß, können die Miner-Zombies natürlich nicht ins Wasser, weil... Nein, das geht nicht.
Zumindest sollte es nicht möglich sein. Da ist einer, da ist einer. Oh mein Gott, ich sehe ihn. Seht ihr den? Da, da ist einer. Und jetzt rennt er zurückwärts. Jetzt macht er leider meine... Jetzt macht er leider meine Sonnenblumen kaputt. Aber der ist echt schwach. Der kann nicht viel. Solange du so einen hast, alles okay. Easy. Down. Und jetzt kann ich hier wieder so pflanzen. Alles chillig, locker, easy. Kein Problem auf jeden Fall. Boah, ich bin noch so ein Lappen, Alter. Ich muss so einen hinpflanzen. Schlau, ich bin richtig schlau. Aber wie gesagt, die hier können wir dann zu solchen anderen Pflanzen machen, die wir vorhin gesehen haben. Das bin ich auch schon mal gespannt. Aber das mal machen. So, jetzt. Vielleicht mache ich hier mal so einen hin. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Dann sehen wir nämlich alles. Ich bin mehr ein Fan von denen als von den Pusteblumen. Ehrlich bin, deshalb nehme ich die auch nicht. So, jetzt brauchen wir aber endlich mal den Stiefels. Yeah. Nein, lass mir. Ich wollte schon sagen, du lass das in Ruhe. Das gehört dir nicht, Mann. So, jetzt kommt die letzte Wette. Das machen wir. Das machen wir noch eben. So. Noch so ein Langweiler. Oh nein, hier kommen ja richtig. Oh mein Gott, hier kommen ja richtig viele. Uiu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 i. Das müssen wir schaffen, Mann. Das müssen wir schaffen. Ich gucke jetzt hier zu, weil hier ist ja eh klar, dass wir schaffen. Vier Stück und der schießt nicht mehr. Der schießt nicht mehr, weil hier so viele sind. Nein. No. Hört doch auf. Was hat ihr denn für welche? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ja, Mann. Oh, das bringt aber nichts, oder? Die machen es trotzdem, oder? Ah, ich will nicht weniger Geld bekommen. Ich brauche das Money. Ja. Leider nicht mehr geschafft. Aber zumindest haben wir gewonnen. Oh, das sah voll knapp aus. Und wir kriegen einen Stern. Oh, stimmt. Die können in so andere Richtungen schießen. Aber die sind voll ungenau. Das weiß ich noch. Die sind sehr ungenau. Aber die sind trotzdem cool. Sternfrucht verschießt Sterne in 5 Richtungen. Yo, und dann werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Pflanzen gegen Zombies. Im Hauptmenü haben wir jetzt den Rätselmode freigeschaltet. Da zusammen mit Minispielen. Überleben gibt es, glaube ich, wenn wir das Spiel durchspielen. Egal. Wir werden es in der nächsten Folge sehen. Dann werden wir wahrscheinlich vielleicht Abenteuer durchspielen. Mal gucken. Haut rein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne positive Bewertung. Da würde mich sehr freuen. Könnt auch gerne Kommentare da lassen. Abonnieren wäre nicht schlecht. Und haut rein, Leute. Und ciao.